Okay, eine Runde machen wir noch. Brauchen Money. Hallo? Beweg dich. Ja. Sorry, ich hab's jetzt ein bisschen schnell durchgedrückt. Er sagt tatsächlich, du bist schon hier. Ich sagte, du sollst um 5 vorbeikommen. Oh, schade. Okay, geht doch nicht. Dann treiben wir uns noch ein bisschen in der City rum. Ja, wir können jetzt auch überspringen. Geht gar tatsächlich gar nicht. Lol. Lol. Hab ich lol gesagt? Ja, ich habe lol gesagt. Vielleicht können wir noch ein bisschen angeln. Bis um 12 oder so machen die doch irgendwie so Angelzeugs rausleihen. So, Laien, Leute. Laien, mal gucken. Es gibt doch, wir haben ja Deja gefunden, gesehen. Aber vorhin haben wir ja noch eine bessere gefunden gehabt. Also Deja muss ja richtig krass sein. Ey, ich will das mal testen, Leute. Ja, これ 120 ist mega teuer. Okay, wir nehmen natürlich erstmal den billigsten vom billigsten hier. Schade, dass da drüben irgendwie noch nicht frei ist, dass man da nicht hin kann. Scheinbar geht das später mal. Hier muss doch irgendwo muss doch hier ein Angelspot sein, oder? Ist das hier kein Angelspot? What? Ernsthaft? Hä, ich hätte ja gedacht, man kann ja einfach irgendwo Angel auswerfen. Ja, scheißegal. Was du den gesagt hast. Hä? Hauptsache, ich kann eine Angel hier am Hafen ausleihen. Dann kann ich ja nicht mal angeln. Ich weiß nicht, ob es da hinten noch ist. Bringt das was, jetzt hier mal lang zu schauen? Ja, wahrscheinlich. Ich sehe da jetzt immer noch kein Angelzeichen da hinten. Da ist ein Angezeichen. 120 ausgegeben für die Angel. Da muss übelst fett Geld dabei jetzt rumkommen. Und das hat sich mal gar nicht gelohnt. Und die Anträge, die ich bei dem anderen gefunden habe, die ist bestimmt noch krasser. Die ist bestimmt noch krasser. Ich habe ja noch eine gefunden bei dem anderen. Ich will nicht reden, ich will angeln. So? So? Angeln? Was ist das denn? Geht das nicht, weil hier einer steht, oder was? Koko wa ore no naobari da. Tsuritake wa yoso e iki na. Ja, ore wa... Sappari tsurenai na. So desu ka. Tsuritake wa katte ni tsuri na. Douse tsurenai yo. Ah. Hä? Hä? Jetzt hole ich einen Fisch nach dem anderen raus. Oder auch nicht. Mich verarschen, hat er gerade gesagt, wenn du fischen willst, dann mach. Hä? Sumimasen. Sappari, Dōgu ga warui nda yo. Oh, meine Fresse. Du musst durch die ganze Stadt laufen, damit ich noch so einen Spot finde irgendwie, oder was? Da gibt es ja noch andere Spots. Weil dann kannst du am Hafen... Ah, hier gibt es noch eine. Aber du kannst am Hafen quasi eine Ausrüstung ausleihen und kannst auch nicht richtig angeln. Ja, komm, hier fisch mal jetzt. Jetzt kommen die Fetten. Mal aus den riesigen Dings, da muss doch was richtig Fettes rauskommen. Wir haben ja gelernt, dass wir uns eigentlich gar nichts machen müssen. Aber ich mach trotzdem so, weil ich irgendwie gewohnt bin. Weil der Typ dabei beißt einfach nichts an, weil er so eine scheiß Ausrüstung hat. Ich habe hier eine Carbonangel, Alter. Eine Carbonangel. Bei mir beißen die Fische richtig gut, weil ich eine Carbonangel habe. Die sehen so und denken so, oh, das ist wie mit so einem Auto, mit so einem Carbonauto. Da kommen die Fische an und sagen, boah, was für eine geile Angel der hat. Da gucke ich doch mal erst in die Nähe. Der Typ da hinten fängt halt nichts, ne? Und ich fange gleich
direkt ein Fisch. Oh, der ist doch 2,9. Wenn die alle so krass sind, ist natürlich geil. Das Blöde ist, man wirft ihn halt so weit nach hinten. Das heißt, das Rausholen dauert ewig. Gibt es ja noch irgendwie einen näheren Spot? Nee. Mal gucken, ob die so ein... In der Ecke hier irgendwie vielleicht mehr Lust haben. Los, kommt schon. Holt euch den Leckerbissen, los. Da ist einer. Den habe ich schön nah gefangen. Aber trotzdem, wie viel Geld muss man denn hier machen? 120 hat das doch. 120 hat die Scheiße angekostet. Angelwettbewerber habe ich jetzt da noch keinen gesehen. Wäre aber geil. Oh, 4. Nur weil ich so eine fette Angel habe. Hier sind Steine. Ich kann mal gucken, ob ich einfach liegen lassen kann. Weil es ist die Frage, ist das wirklich nur zeitbedingt, bis jemand anbeißt? Ja, tatsächlich. Da muss man seinen Stick vielleicht nicht die ganze Zeit drehen, um ihn kaputt zu machen. Alter, die hauen aber ganz schön schnell mal ab, die Fische. Wenn du nicht schnell genug in die Richtung ziehst, die ganz schnell nach hinten wieder abgehauen. Miau. Komm schon. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Toll. Drecksfisch. Wow. Ja, ob sie dein Herz, dachte ich auch so. Weißt du, 2, irgendwas. 4 Kilo Fisch. Und dann kommt so ein 700 Gramm. Oh, der sieht aber dick aus. Der sieht aber nur auf dem Papier dick aus, Leute. Nur auf dem Papier. Das sind die technischen Daten. Da sieht er dick aus. Schön. Noch ein bisschen. A little bit more. Jetzt ein richtig dicker. 5 Kilo. Sieht nur auf dem Papier dick aus, habe ich doch gesagt. Ich mach's so einfach nur, damit der ein bisschen näher rankommt. Damit ich nicht so viel angeln muss. Also trotzdem am äußersten Rand gefangen. Komm raus, du leckeres Ding. Ich esse dich ganz geschwind. Die werden ja immer kleiner, die Fische. Also nicht kleiner, aber schon, was ich meine. Hier war der dickste bis jetzt. Also werde ich jetzt hier fischen. Vorhin habe ich so gemacht. So schnell wie möglich den gemacht. So schnell wie möglich. Vielleicht kommen dann die schnellen Fische, das sind vielleicht die ganz dicken. Ich weiß nicht, ob das Spiel tatsächlich sowas hat. Also so eine Mechanik, dass man eine gewisse Verhaltensweise macht. Wenn die haben ja eingebaut, dass an bestimmten Stellen bestimmte Fische kommen, dann könnte man doch auch irgendwie machen, bestimmte Verhaltensweisen, wie man die Köder auswirft und so. Das ist wieder so kleiner.
Weil alles ein Kilo ist für mich alles schon klein mittlerweile. Lol. Lol. Also hier gibt es ja auch nichts Besonderes, ne? Aber wie gesagt, bei hinten bei dem, da gibt es ja auch nochmal eine teure Angel. Wahrscheinlich kostet der 200 oder so. Und dann voll die fetten Fische. Ja, auch ein bisschen schade, dass die Fische an sich keinen Preis haben. Also je nachdem, was für Fische das sind, sondern geht es einfach nur um Kilopreise. Aber vielleicht sind die Kilopreise hier auch ein bisschen höher als im Dorf. Weiß ich leider nicht. Wir lernen ja noch eine Special Attack dann. 17 Uhr. Wird auch geil. Angeln frisst halt nur echt ganz schön viel Zeit, ne? Dreier. Schön. Also muss schon bedenken, so Gabelstapel fahren, das geht relativ zügig. Also da. Wir fahren ja da rum und dann ist die Zeit irgendwann schnell zu Ende so. Angeln dauert halt ewig dagegen. Und vor allem der Profit, da muss ich jetzt mal gucken, weil 120 bezahlt, mal gucken, was ich da jetzt als Profit rauskriege. Komm schon, kleines Fischlein, komm schon, kleines Fischlein. Komm raus, sonst esse ich dich. Wow, wirklich ein kleines Fischlein. Ich wünsche, dass ich diese Anzeige überspringen könnte. Ich habe auch mal übelst auf den Tasten rum, aber das bringt ja nichts. Vorhin, wo ich den etwas dickeren hatte mit 3 Kilo, damit bin ich eigentlich ein bisschen erst nach links gegangen, habe dann geworfen und mich dann die ganze Zeit nach links weiter den Köder gezogen, so wie jetzt. Komme ich ja ein bisschen mehr in die linke, in das linke Gefiede. Gefieder? Gefieder heißt das doch nicht. Gefilde. Gefilde. Komisches Wort. Und 4.000 brauche ich, um die ganzen Klamotten allein zu kaufen. Das Einzige, was mich... Also Fischen macht schon Spaß. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist aber, dass mein armer Stick, Alter, wieder geht kaputt dadurch. Ich weiß nicht, warum die sich das so eingefallen lassen haben. Kann man vielleicht auch langsamer drehen, vielleicht? Ich muss nicht so schnell drehen, sondern ich bin langsam. Nee, das kriegt so gut wie gar nichts. Das hier eigentlich die Fische einfach lebend Luft trocknen. Ja, denkst du, wir töten die? Ja, wie barbarisch hältst du mich denn? Ich bin Japaner. Wir fangen die nur zu Forschungszwecken. Also es kommen schon dicke Fische raus. Also es wird schon ordentlich, also über 500 wird es auf jeden Fall bringen. Über 500, das wird es sein. Über 500, nehme ich sicher ein. Ach, Plätscher, Plätscher. Hm.
Alles über ein Kilo ist schon okay. Problem ist halt nur wirklich, man wirft halt die Angel so weit raus und das Einholen dauert halt ewig. Das ist ein bisschen schade. Waren das jetzt eigentlich nur Forellen die ganze Zeit? Und Bachforellen. Ah. Weil das ja irgendwie alles andere als ein Bach ist. Sieht auch aus schon wie ein See. Ist eigentlich eher ein riesiger Fluss. Aber ja, das heißt ja nicht, dass keine Bachforellen da sein können. Kann ja auch in einem Fluss leben. Kann man Bach sein. Irgendwie. Vielleicht vermehren die sich dann nicht. Aber die können ja zurückschwimmen in ihrem Bach, um Eier zu legen. Oh ja, der ist schön dick. Aber der Vierer war schon besonders lecker. Muss sagen. Den habe ich gern gegessen. Ja, sorry, dass jetzt wieder so lange Angeln ist. Für alle, die das auf YouTube vielleicht mal gucken sollten, ihr könnt ja gerne skippen ein bisschen. Je nachdem, wie ich das schneide. Es kann auch sein, dass es das Ende der Folge ist. Dass ihr bloß noch so lange angeln, dann ist die Folge das Ende. Jetzt weiß ich nicht. Doch nicht. Ach, Forelle. Also vielleicht gibt es euch bei dem anderen Fluss einfach bessere Sachen. Ich weiß gar nicht, was der eine Typ hat. Die beißen nicht, die beißen nicht. Was? Die beißen hier wie Sau, Alter. So viel musst du mal real rausziehen, Alter. Das wäre krass. Wie, ich bin ja auf YouTube? Ja, natürlich. Ich werde das auf jeden Fall auf YouTube mit hochladen. Sind schon einiges an Folgen. Ja, Meteoko. Was? Willst du mich verarschen? Ey, wie ich das hasse. Knapp bevor ich es rausgezogen habe. Das hätten sie ruhig noch so machen können, dass man den noch rausziehen darf, den Fisch, den man an der Angel hat. Forelle, 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 Bachforelle. Bachforelle, Forelle. Bachforelle. Alles nur Forelle. Zwei und. Was? Boah, lohnt sich ja überhaupt nicht. Hey, konnani tsureru nante, sugoi na. Ich habe jetzt ungefähr 300 gemacht. In der Zeit hätte ich wahrscheinlich Minimum so zweimal Gabelstapler fahren können. Gut, heute geht's nicht mehr. Kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, dass jetzt die Quest kommt. Ich weiß nicht, ob man es mehrmals hintereinander machen kann überhaupt, aber das ist ja traurig gewesen jetzt. Richtig traurig. Komm, wir versuchen mal für den Typen das Ding rauszuziehen. Das soll ja hier irgendwo in der Nähe vom Hotel sein. Da wahrscheinlich. Irgendwie so ein Speedbus. Aber das ist natürlich das seltene Exemplar wieder. Das ist das Problem. Yatte miru ka. Zwei kostet das nur? Na gut, dann... Kuruma Setto Shirizu. Omenya no ko ga hoshigatte ta gruppa no Shirizu da na. Jetzt kommt der geile Bus gleich von Anfang an. Das wäre schön. Nein, das war nicht. Oh, ein Coupé. Was ist denn? Golfwagen. Deine Minecraft-Autos sind das. Offroader. Geilen Gibber. Ein Taxi. Cabrio. Aber wieso heißt denn bitte schön dieser Bus genau wie der Junge? Oder war das ein Mädchen? Ich weiß es nicht mehr. Einfach nur ein Bus. Ich zeig dir den Bus. Der ist übelst geil, Alter. Der Speedbus. Cool. War einfach das ganze Ding leer. Kann ich hier einfach dagegen treten und die Cups dann rausholen? Naru. Wer soll mich aufhalten? Wer soll mich aufhalten? Oh. Ja, jetzt gleich hau sie dein Herz. Gleich zeig ich dir. Naru. Gleich mach ich.
Aber ich sammle ja diese Autos so gern, deswegen hole ich erstmal alle anderen Autos raus, bevor ich dann den Bus mache. Ey, das müssen natürlich auch immer die ganz seltenen Dinger sein, was die haben wollen, ne? Wer weiß, was ich dann bekomme. Was ich dann wieder bekomme von dem überhaupt. Irgendein Fußball oder so ein Scheiß. Was hast du denn? Den habe ich noch nicht. Monster Truck habe ich noch nicht. Bestimmt der zweitwertvollste. Das ist nur Crap hier. Ist das cool, hä? Das ist cool. Da ist er! Bus! Waggonbus. Omenya-no-ko-ga-hoshigatte-ta-leya-mono-da. Anno-ko-ni-todokete-yaru-ka. Guck mal ganz kurz was. Alter, den ganzen Fuß... Alter, was ist das alles für Kapselsets hier? Okay, das ist alles nur zum Verkaufen. Bei dir würden 210 bringen, wow. Ich glaube, ich werde bekloppt. So, Anleitungstausch. Ich muss die nicht zu... Oh, lo, ernsthaft? Um tanzende Schwalbe zu bekommen, brauche ich auch diesen Bus? Das ist ja Beschiss. Und natürlich brauche ich auch diesen goldenen Anhänger. Und ich brauche Smaragd P. Das sind alles die seltenen Dinger wahrscheinlich. Das sind alles die ganz seltenen Kapseldinger wahrscheinlich. Aber hier sind die Masken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die alle kaufen kann. Ich muss mir das irgendwie mal merken. Dann kann ich mir vielleicht gleich die Masken alle kaufen. Bambus. Was ist der Bambus? Was? Ja gut, ich gebe es ja trotzdem den Jungen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwann mal wieder zurückkommen muss. Und mir die ganze Scheiße da nochmal diesen Bus rauskramen muss. Ja, falsch abgebogen. Es ist schade, dass es keine Abkürzung gibt, was ich den ganzen Weg hier mal laufen muss. Das Nachladen. Auch ein bisschen. Aber ja, es gibt viele Sachen, die man wirklich nachkaufen kann. Und man kann ja auch direkt bei den Kampfkünstlern auch Sachen kaufen. Oder hier noch geile Sachen. Wäre auch noch so meine Intention, irgendwann mal da die ganzen coolen Sachen zu kaufen, weil die Jacke vor allem. Und, oder das schwarze Shirt auf jeden Fall. Einfach mal ein bisschen anders aussehen, nicht nur die ganze Zeit diesen weißen Shirt rumrennen. Anders aussehen, Leute, das wollen wir. So. Hier ist auch ein Maskenverkäufer. Aber ich verkaufe es an das kleine. Ich weiß immer nicht, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Keine Ahnung, es sieht irgendwie so alles aus. Nach Unisex. Oh, du, Alter, wo ist dein Piepmatz? Obsidian, siehst du hier irgendwo diesen beschissenen Piepmatz? Was ist der denn? Das ist so eine Vogelfigur, ist das. Muss irgendwo eine Vogelfigur sein, ob sie dein Herz. Der Motor gehört ja nicht mehr dazu, nehme ich an. Oder gehört er auch dazu? Keine scheiß Vogelfigur. Das kann nicht sein, ey. Hat die sich versteckt? Ja, bis jetzt echt das Schwerste bis jetzt, glaube ich. Wo ich sage ich immer, aber trotzdem. Keinen Plan, wo die sein soll. Ja,
お兄ちゃん、ゲットできた？例のワゴンバス。はーい、はい。ああ、これだろ。ゲットしたの？すごいよ、お兄ちゃん。でも、オイラ、お金持ってないんだ。Was kein Geld? あげるよ。お金はいらない。Was? 本当に？ Nichts geben? 車セットシリーズのレアものだよ。オイラ、お兄ちゃんにあげられるもの、何にもないけど、誰も知らない秘密の釣り場を教えてあげる。おお、das ist gut. 六角堂の手前を曲がったとこに、そこからしか狙えないポイントがあるんだ。Oder Senariusstraße abbiegst. そうか。ありがとう。オイラの方こそ。ありがとう、お兄ちゃん。ついでに、お面買ってくれない？ Ja, ich kaufe alle deine Masken ab. Alle. Das sind trotzdem nicht alle, die ich brauche. Kosten nur genau 100. Danke. ありがとう。これでオイラ、ご飯が食べられるよ。Kannst aber ordentlich essen gehen, so. Gucken wir mal eben. Handhaus. Ach, guck mal hier. Ah, ne, die haben wir schon. Ah, den können wir noch machen. Den können wir jetzt noch machen. Okay, die brauche ich eh nicht, aber dir würde ich gerne noch haben. Das hier unten auch noch mal. Na, mal gucken. So, wo sind die Maskenset? Wo waren das jetzt? Moment, das war bei Preisset. Hä, bin ich blind? Oder waren das Kapseln? Oh, das sind Kapselmasken. Scheiße. Oh Mann, ey. Das ist eine Scheiße. Das sind Kapselmasken und ich gekaufte. Jetzt habe ich 1000 Masken gekauft, Alter. Für nichts und wieder nichts. Wo ist denn die Sarius irgendwas Straße? Oh shit, es ist 17 Uhr. Ein bisschen back. Brauchen Special Geheimtakt, Special Geheimtechnik. Wo soll denn die Straße sein, die ich, wo ich abbiegen soll? Für den geheimen Angelplatz. Aber leider, ob sie dann jetzt hinterm Stand, kann ich leider nicht gucken. Das ist das Problem. Weil die Stadt ist echt groß, ey. Mal einen weitläufig. Man muss so übelst weit laufen, weil es so keine Abkürzung gibt. Und hier kann man nicht mal rennen. Weil das anscheinend als Laden gilt oder so, diese Ecke. Keine Ahnung. Komm schon, lass mich laufen. Lass mich rennen. Endlich. So, am Pier wollten wir uns, glaube ich, treffen. Komme ich denn da runter jetzt? Ganzen Weg rumlaufen. Ja, da sitzt er nämlich nicht mehr. Da muss er hier irgendwo sein gleich. Da ist er. Zeig mir your special Taktik. Kampf. Ha, geil, wie er da steht. Kung Fu Master. Tokusei-san. Tokusei-san. Hm? Ja, Oni-chan. Matte da se. Ni-chan ni sugui waza wo oshiete yaru. Ore no tokui waza, Kenka Patsu da. Oh, krass. Kenka Patsu. Dou da, shiritai ka? お願いします。よし、よく見てろ。まずなんとなく後ろに下がり、そしてケンカッパー。どうだ、もう一度見るか。もう一度お願いします。よし、任せろ。なんとなく後ろに下がり、あっ、er ist Kung Fu Master, ja. Das, der kann ja auch mal. Ist auch nur ein Mensch. Kung Fu Master. Habe ich den jetzt gelernt oder habe ich den nicht gelernt? Oh ja, ich habe sie gelernt. Hauptsache gelernt auch noch, ey. Oh lol, ey. So, M2. Gemeistert, gemeistert, gemeistert. So, dann machen wir mal Leute Dinger rein, die wir nicht gemeistert haben. Haben wir noch. Ja, den haben wir noch nicht gemeistert. Dann. Der haben wir noch nicht gemeistert. Das war ja gerade der Aufwärtshaken. Y. Auch noch nicht gemeistert. Und das war ja gerade Spiraltritt. Okay. Wir haben gerade mal nur drei Techniken, die wir noch nicht gemeistert haben. Ah, da müssen wir noch ein bisschen was. Noch ein bisschen was dazu bekommen. Das wäre ganz geil. Und jetzt ist er tot. Ja, ja, der ist jetzt tot.
Das passiert manchmal. Was wollte ich gerade? Ich würde gucken wegen Dings. Soll ich noch eine Technik irgendwie versuchen zusammenzukratzen? Ein bisschen was tauschen könnten wir ja noch. Ich werde natürlich auch die ganze Zeit die Shenmue 2 Kapseln suchen für Ausbruch, aber Kapseldinger sind halt immer so, immer so eine Sache. Das dauert halt ewig, kostet auch ein Geld. Die Dinger natürlich, die Dinger zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Ladenkarten, genau. Die könnten wir noch machen und die können wir noch machen. Fersenfeger und so weiter. Also gehen wir noch mal zum Pornshop, Leute. Yay. Na, wieder falsch abgebogen.